So, und herzlich willkommen zurück zu My Test Let's Play auf dem Creative Server. So, dann wollen wir mal jetzt, also dann wollte ich mal euch jetzt das zeigen, oh, nicht reden. Ja, was ich euch eigentlich schon vorige Folge zeigen wollte. Und zwar mein kleiner Test. Ja, meine kleine Test-Area. Die ist irgendwo am Rand der Map, irgendwo ganz weit oben, also sowohl XZ ganz groß, als auch XY ganz groß. Wo genau, soll aber keiner wissen, nicht, dass ich irgendjemand hier hochkrebt. Ich meine, passiert gerade eigentlich sowieso nichts, weil ist ja alles geschützter Bereich. Ach nee, ist gar nicht geschützt. Oh oh. Ja gut, dann hat sowieso keiner erfahren, wo das hier alles ist. Das ist so meine kleine Teststelle. Kennt man ja, habe ich ja, glaube ich, das hier habe ich ja schon mal gezeigt. Aber was jetzt halt hinzukam. Also habe ich ja gerade schon mal gesagt, war ja gerade hier on, um mich zu teleportieren. Was halt noch dazu kam, ist halt jetzt das hier. Technik-Mod. Und das hier ist halt geil, weil man hat halt jetzt hier, ne, Solarpanel. Ich weiß ja nicht, wer von euch die Technik-Mod schon kennt, aber das ist quasi sowas wie, ja, realistische Energiegewinnung und so ein ganzes Scheiß. Heißt also, es gibt Geräte, die brauchen Strom. Zum Beispiel kann man Sachen machen wie, weiß nicht, Gestein bearbeiten, also granulieren und so einen ganzen Kack. Und dafür brauchst du aber halt Energie, also brauchst du erstmal irgendwelche Energie, ja, wo du halt Energie gewinnst. Da gibt es halt Solarzellen oder Wärmespeicher, also Wärmetauscher, oder es gibt auch Atomkraftwerk, das brauchen wir aber definitiv nicht. Und da gibt es halt so eine kleine Umspannstelle. Dann gibt es halt zum Beispiel etwas für Lagerung, hier sind Batterien. Und das hier zum Beispiel ein Verbraucher. Und zwar ist das ein sogenannter, ja, keine Ahnung, wie man das Ding auf Deutsch nennen würde. Also es erzeugt ein Kraftfeld, kann ich da mal einschalten. Hopp. Und hier kann jetzt keiner mehr raus oder rein. Und mit keiner meine ich wirklich gar keiner. Selbst wenn man, also mit Noclip kommt man halt durch. Aber halt nur mit Noclip. Ansonsten, man kann das Zeug weder abbauen noch irgendwas anderes. Achso, siehst du, Kraftfeld. Okay, also einfach Kraftfeld im Deutschen. Na gut, okay. Genau. Ja, ich habe die zwei Schalter dran gemacht, um ein bisschen zu testen, was passiert, wenn das Ding mit mehreren Eingaben arbeitet. Und dieses Kraftfeld, also ist ja wie gesagt Mesocon. Und sobald das Ding ein Mesocon-Signal bekommt, ist das Ding halt automatisch an. Und wenn kein Mesocon-Signal mehr ankommt, also alles aus ist, dann geht das Ding auch aus. Jetzt ist das Kraftwerk wieder deaktiviert. Und das ist halt ganz geil. Das kann ich euch jetzt zum Beispiel mal zeigen mit diesen Batterien. Weil, wenn ich das Ding einschalte, braucht er mehr als ein so ein Solar-Dixer-Bumster. Das kann man hier alles immer schon beobachten. So, zur Verfügung steht 250, gebraucht 96. Mist, braucht der ja doch nur weniger als 1. Hi. Wenn ich jetzt hier eins klaue, da sieht man schon, aha, hatte noch 125, braucht aber 96. Und jetzt kommt, wenn ich jetzt hier wirklich alles klauen würde, also ich klaue jetzt mal komplett hier das gesamte, den gesamten Kasten, also mal beide. Bap, und bap, dann hat man keine Verfügung mehr, braucht aber Energie. Und dafür sind halt diese Batterien hier zuständig. Aber jetzt sieht man da oben, von 10.000, von 1.000, was auch immer das für Einheiten sind, wird es immer mehr verbraucht. Und dafür sind halt die Batterien verantwortlich. Das heißt, wenn man jetzt hier richtig spielen würde mit Tag-Nacht-Rhythmus, wäre es halt so, tagsüber ist halt Sonne, die Dinger speichern Energie, das, was er nicht braucht, wird dann zwischengespeichert. Und nachts zum Beispiel liefern die halt kaum noch Energie oder auch gar keine, weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nicht probiert. Und der bezieht dann halt den Strom über diese Batterien. Also richtig wie eine klassische moderne Solaranlage, ist ja auch so, die arbeiten ja auch mit Zwischenspeicher und so Scheiß. Und jetzt sieht man, aha, die sind wieder aufgeladen. Weil jetzt ist wieder mehr Strom verfügbar, als da gebraucht wird, also fließt der Rest hier in die Batterien rein. Ja, ja, schicke Sachen. Und was ich noch getestet habe, ist hier, das möchte ich aber jetzt gerade nicht zeigen, weil gerade welche on sind. Das hier ist so ein Tag-Nacht
Schalter. Heißt also quasi, also eine Solarzelle, die aber keinen Strom liefert, sondern die einfach nur als Sensor dient. Das heißt, wenn halt Tag ist, löst die halt Strom aus. Heißt also, der bekommt Signal, invertiert es, heißt also, hier ist kein Signal mehr und die Lampen gehen aus. Wenn es dunkel ist, hat der hier kein Signal mehr, der invertiert es, also ist hier ein Signal und damit gehen die Lampen an. Damit kann man halt sowas machen wie, weiß nicht, ja, Straßenlaternen und so ein Kack halt. Ja. Das wollte ich halt nur mal gezeigt haben. So. Also, eine schöne Sache kann man jetzt bei mir auf meinem Server machen. Eigentlich hauptsächlich nur für mich persönlich halt als Spielerei, weil ich mag sowas halt gerne. Genau. Aber könnt ihr natürlich, wie gesagt, das ganz normal Qualala, also kann man hier, kann jeder bauen. Genau. Ob wir sowas im Let's Play machen werden, muss ich mal gucken, ob das für die Zeit reicht, weil wie gesagt, gerade für die Solaranlagen, da brauchst du halt Materialien, brauchst du Edelmetalle, da brauchst du halt einfach alles Mögliche und da müssen wir eine lange, lange Minentour machen. Ja. Deswegen ist halt die Frage, inwieweit wir das schaffen im Let's Play, einfach im Rahmen der Möglichkeiten. Gut. Aber jetzt machen wir erstmal hier die grundlegenden Sachen, sprich also wir gehen auf eine kleine Tour und suchen uns mal ein paar Bäume und so einen Scheiß und dann bekommen wir Blätter, oder wie viele Blätter haben wir eigentlich? Also wir haben in den Kisten haben wir jeweils 400, also müsste so knapp 800 oder sowas haben. Ansonsten haben wir gar keine Blätter. Ja, holy moly. Willkommen im Let's Play. hier sind auch keine Kisten mehr. Ich habe echt nur so wenig Blätter gehabt. Ja gut, dann müssen wir erstmal ein paar Bäume killen. Das geht ja so gar nicht. Wir brauchen definitiv mehr Blätter. Weil ich meine, ich könnte jetzt die Blätter, die wir haben. Ach hier. Ah, hier haben wir auch noch eine Kiste stehen. Da sagt das doch gleich. Gut. Dann nehmen wir einfach mal die ganzen Blätter hier, die so komplett andere Blätter sind. Buschblätter, S-Bahn-Blätter, also nicht die S-Bahn, sondern S-Per, ich kann auch nicht, wie man das ausspricht. Blaubuschblätter brauchen wir alles nicht, wobei, die brauchen wir nicht. Apple-Blätter, Kiefernadeln sowieso gar nicht, Kiefernadeln kommt direkt drauf. Oh, hier haben wir auch, hier wieder haben wir da Teer drinne. Hä? Das macht ja mal gar keinen Sinn. So, Tropenblätter kann auch komplett raus. Tropenblätter brauchen wir auch nicht. Hier reicht aus, wenn wir hier eine Blattart drinne haben. Dann ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher. So, was haben wir in den Öfen drinne? Was haben wir hier drinne? Hier haben wir auch Kiefernadeln. Ich schmeiß die ganze Scheiße immer komplett raus. Ja? Ich mache hier mal, beziehungsweise ich mache einmal immer komplett Kiefern rein. Und ansonsten lasse ich das dann halt raus. Und mache aus diesem ganzen Kackgedöns, was wir hier so haben, mache ich mal Plastik. Weil Plastik werden wir definitiv eine Menge brauchen. Kiefernadeln, rein mit dir. Rinder mit dir. Rinder mit dir. Apropos, siehst du, wir haben noch Glas gemacht. Müsste das mittlerweile schon fertig sein. Ja, darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Ha, lol. So, haben wir normale Blätter? Da haben wir einmal normale Blätter, ansonsten nicht. Gut, das heißt, Glas kommt dann da oben rein erstmal. So, und jetzt machen wir aus diesem ganzen komischen Kackzeug hier. Was, gehört Buschlief nicht dazu oder was? Ja, leck mich am Arsch, Buschlief gehört nicht dazu. Na gut, dann ist es halt so. Machen wir jetzt richtig schön hier, ne, ein auf alles. So, haben wir 84 mal. Geht auch schon ganz gut klar. Geht das? Ach, das geht auch. Aber das hier geht nicht. Weg damit. Dann brauche ich das auch nicht. Feierabend hier.
Ich versuche mal nicht mehr als 100 zu haben. Easy. Andererseits könnte ich halt doch zwei Stacks machen. Komm, mach ich mal hier mal ein bisschen zwei Stacks. Ach, leck mich halt am Arsch. Ist so Paskin. Was da? Hat irgendwer was gesagt? So, das heißt, Kiefernadel. Ah, okay. Kann ich wieder die Kiste machen? 1, 2, 3. Und 1, 2 und 3. Ja, komm hier, Rinder. So. Ju, jetzt haben wir Plastik. Wir haben Keramik. Daraus sollten wir jetzt erstmal so ein bisschen was machen können. Die restlichen Blätter kommen jetzt mal wieder hier rein. Dann klauen wir uns mal kurz die Keramik. Die war da oben. Danke, danke. Gut. Achso, siehst du, kann ich das hier auch gleich mal mitnehmen? Keine Ahnung, ob wir das für irgendwas brauchen. So, wir brauchen ein Waschbecken. Waschbecken ist folgendes. La 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 la. Ha ha ha. Bamadam. Dann nein, das nicht. Hier haben wir Wanne, brauchen wir nicht. Hier haben wir den Wasserhahn. Oh Gott. Okay, also für den Wasserhahn brauchen wir wie gesagt auf jeden Fall Stahl. Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich richtig kacke. Hier haben wir das Waschbecken. Da brauchen wir. Ja, okay. Also gehen wir doch auf eine kleine Tour. Wir brauchen Stahl. Bringt alles nichts. Wir brauchen Stahl. Achso, halt. Das ist ja keine Blöcke. Das ist ja. Ne? Gehst du mal da rein? Das gehört bitte einmal. Mach ich jetzt da rein oder da oben rein? Ich denke, ein Rohstoff ist ja ein Ölextrakt. Und Öl gehört ja eigentlich eher hier unten zu. Dann mache ich das nochmal da unten rein. So, jetzt ist die Frage, was brauchen wir alles für eine Höhlentour? Zuallererst mal unser schönes neues Seil, danke. Dann auf jeden Fall Äxte haben wir, aber damit wir uns weiteres Werkzeug bauen können, ein paar Stöcker. Für den Fall der Fälle nehme ich auch mal die Schaufel mit, falls wir uns ein bisschen durchgraben, das war ja wunderbar. Durch Geröll graben müssen. Das andere eher nicht so und hier sowieso nichts. Na, wir könnten ein bisschen Holz mitnehmen, aber ich habe jetzt 90 Stöcker, da brauchen wir definitiv kein Holz. Ja, Schwert habe ich. Nö, sollte sowas eigentlich alles passen. Okay. Wirklich sehr gute Übersetzung. Bei was? Was denn übersetzt? Wow. Ja, okay. Big Tro ist halt Deutsch. Englisch ist, naja. Denglisch ist modern. Was nehmen wir denn als Nahrung mit? Irgendwas, was lange. Komm hier, uns Schokolade, komm. Unter Tage kann man sich schon mal ein bisschen was gönnen hier. Wenn wir schon im Dunkeln rumwandern, dann muss der Freudespiegel oben bleiben. Und das geht am besten mit was Süßem oder Schokolade. Das macht Freude. So, schon mal hier da unten. Das. Big abgeschlossene Truhe, das ist Kunst. So, Frage ist, gehen wir jetzt hier noch tiefer oder gehen wir hier erstmal zur Seite?
Gehen wir noch mal nach oben. Ich weiß nämlich gar nicht, was hier war. Hatten wir hier Eisen? Ja, da ist Eisen. Nice. Sehr schön. Oh, gleich so viel. Danke, freut mir aber. Was? Na, na, na. Das ist mein Eisen. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Heul. Was ist der ganze Satz hier wegmachen? Was ist hier los? Oh, das ist aber schon kaputt. Das ist aber traurig. So, ist da noch mehr Eisen? Eisen, 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 Eisen. Da oben ist ein bisschen Bronze, da oben ist noch Eisen. Da gehen wir, versuchen wir da mal ein bisschen hochzukommen. Wir haben jetzt hier unsere wunderschöne, ne? Können wir hier einmal hochklettern? Oh, das ist geil, Alter. Oh, ich liebe dieses Ding. Ich liebe diese Schnur jetzt schon. Das ist so abartig geil. Das macht Höhlentouren viel, viel einfacher. So, zuallererst, ich klaue mal kurz noch ein bisschen Kohle, damit wir hier mal ein paar Fackeln machen können. Damit wir hier mal ein bisschen was sehen. Na komm. So. Ich darf auch nicht vergessen, in dunklen Gebieten gibt es ja auch Monster. Ha! Und ich habe die Monsterrate hochgestellt, also es gibt jetzt auch mehr Monster. Darf man also definitiv nicht unterschätzen. Oh, direkt über uns ist Eisen. Siehst du, hätten wir sonst nie gesehen. Ah! Oh, ich dachte schon, nee, die mache ich jetzt meine Schnur kaputt. Das ist noch mehr. Guck mal, wie viel Eisen da oben noch ist. Halleluja! Ey, wir sind hier umgeben von einem Eisenvorkommen der dritten Generation. Das habe ich ja zu meinem Lebenszeit noch nie erlebt. Ah ja, eigentlich schon immer. Gut, gibt es hier noch mehr? Gehen wir noch ein bisschen runter. Ja, da müssen noch mehr Eisen. Aber da komme ich nicht ran. Das heißt, ich muss hier nochmal eine Schnur platzieren. Und schon komme ich noch her. Ey, das ist so genial. Vor allem mit einer Schnur hochgehen. Das ist. Aber gut, lassen wir das. Solange das für uns von Vorteil ist, werden wir dieses Feature auch nutzen. Nein, ich möchte da. Perfekt. Oh, da ist noch mehr Eisen. Oh, so viel Eisen. Eigentlich gerade. Ach, da. Ich wollte gerade fragen, wo war eigentlich gerade irgendwo Eisen? Gut, okay, das scheinen wir schon mal hier gemacht zu haben. Dann gehen wir mal runter zum nächsten. Vielleicht ist das hier wegklicke. Ja, ich wusste es. Oh. Yay. Okay. So. Wo ist noch Eisen? Eisen, Eisen, Eisen. Wir brauchen ganz viel Eisen. Eisen, Eisen, Eisen ist schön. Da hinten sehe ich noch Kupfer. Wo Kupfer ist, ist manchmal auch Eisen. Da hinten ist noch Eisen. Jawoll. Eisen, ich komme. Ich gehe mal hier so hoch. Bam. So, dann löse ich erstmal hier diese Sandlawine aus. Und bin begraben. Das war klar. Danke, danke, danke. So. Ein bisschen Sand kann nicht schaden. Machen wir hier direkt Licht hin. So. Apropos. Ich habe jetzt vergessen, die Fackeln wieder abzubauen. Egal. Super passt genau mit den Truhen. Was? Super passt genau mit den Truhen. Welchen Truhen? Oder meinst du gerade JJK1? Kann natürlich auch sein.
Ich müsste mal auf meinem Telefon so eine Regel aufstellen, wenn man mit einer speziellen Person spricht, dass man dann immer das so kennzeichnet, so wie, ich weiß nicht, so hier, K1 und dann add deine Mutter. Aber die Frage ist jetzt, meint ihr damit jetzt allgemein? Oder... was auch immer das heißt. Genau. Meint ihr jetzt K1 oder allgemein oder den Admin? So, das war hier nur gerade mein einziges Eisen. Ernsthaft? Ja, das ist noch mehr Eisen. Yay! Oh, noch mehr Eisen. Oh, schön, schön. Wo muss das sein? Eisen, gut. So, ah, das ist auch noch Eisen. Eisen, gut. Noch mehr Eisen? Konnichiwa. So, dann holen wir uns unten mal gleich mal die Kupferader. Hoffentlich, das ist das eine. Ach, sieht ja nicht so aus. Doch, das ist noch mehr. Ich meine, wir können zwar Kupfer nicht für die ganzen Sachen verwenden, so wie halt, ja, die ganzen Home-Decor-Sachen, weil die brauchen halt leider Metall. Aber wir können zumindest für Werkzeuge verwenden. Dann können wir das Eisen wirklich für Home-Decor lassen. Gut, die Fackel lasse ich mal da. Ich sehe da hinten noch Eisen, oder? Hä? Was gerade noch? Nee, doch, da hinten ist noch Eisen. Ja, da, genau da, wo ich jetzt gerade drauf, genau da, wo ich jetzt gerade hinzeige. Oh, da ist auch noch Eisen. Oh, so viel Eisen überall. Ho, ho, ho. Heute ist mein Glückstag. Genau, wie gesagt, für die ganzen Home-Decor-Sachen, da brauchen wir halt Eisen, weil wenn das Eisen verlangt, können wir da leider nicht einfach irgendwas anderes benutzen. Oh, die aktuelle Spitzhacke ist gleich tot. Ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben jetzt zum Glück noch ein paar. Und tot. Naja, ein paar ist gut, eine. Oh, Eisen. Ups. Hä? Wo war die denn dran? Ist auch egal. So. Kann ich das hier auch? Ja, kann auch. Sehr schön. Oh, guck dir das ganze Eisen an. Endlich werden wir mit der harten Arbeit belohnt. Ich meine, wir könnten doch einfach mal, wenn ich auf fremden Servern bin, als ganz normaler Spieler, also ohne Admin-Rechte und selber erstmal Ressourcen beschaffen muss, dann mache ich es in der Regel immer so, dass ich mich erstmal zwei Blockbreite, also quasi immer zwei Blöcke, die nebeneinander sind, immer nach unten abkramme, Stück für Stück, um A, damit ich schnell nach unten komme, aber B, nicht direkt unter mir abzugraben. Weil halt, kann es halt sein, dass ich halt in Lava reinfalle und als normaler Benutzer kann man sich nicht einfach mal eine Armorrüstung geben. Gut, ich könnte mich natürlich dann zum Spawn teleportieren, aber dann ist das mit dem Zurückkommen wieder relativ schwer. Und deswegen mache ich das lieber halt so, deswegen mache ich das halt lieber so, dass ich mich halt zwei Blöcke breit nach unten grabe. Oh, hat der Ether fest? Leck mich. Und hab dann halt damit den Vorteil, dass ich zum einen schon schnell an Ressourcen rankomme, zum anderen aber halt nicht Gefahr laufe, also natürlich immer noch Gefahr laufe, aber wesentlich weniger gar Gefahr laufe, auch zu sterben. Und das ist halt ein relativ schneller Weg, um halt, ja, sehr schnell auf fremden Servern an Ressourcen zu kommen. Was halt wichtig ist. Weil ich möchte überall angeben können. Mit Mese und mit Diamanten und mit allen möglichen anderen. Und ich war auch jetzt in letzter Zeit relativ häufig wieder auf 04er Servern unterwegs. Ich habe jetzt selber auch wieder ein paar 04er Server laufen. Also zwei Stück. Hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt. Der hat sich doch, der hat sogar schon gezeigt gehabt. Und wie gesagt, es ist ein apostrophischer Unterschied, wie dolle man auf 04er Servern mit Materialien zugemüllt wird. Da brauchst du ja gerade mal einen Block in die Erde gehen
Und du hast sofort 30 Blöcke Eisen bei dir. Das ist ja schlimm. So, die Fackel kann ab. Ne, die Fackel bleibt da. Da finde ich das zwar hier zwar schwieriger, natürlich mit dem Ressourcen beschaffen, aber doch irgendwie auch ein bisschen realistischer. Weil ganz ehrlich, direkt zugeschissen zu werden mit Eisen und so einem Kack ist zwar wie gesagt schön, klar, aber auch irgendwie ein bisschen overpowered. Oh, Alter, ja, hier haben wir jetzt aber auch wieder eine Ader, kann das sein? Lol. Läuft bei mir. So, hier brauche ich mal ein bisschen Licht. Dankeschön. Eisen, soweit das Auge reicht. Eisen, so braucht meine Frau. Scheiß. Ja, das sollte gerade vorauf sein. Egal. Ich bin nicht gut im Singen. Leckt mich. Alter, hier ist dunkel, draußen ist schon wieder hell, jetzt ist schon wieder gar nichts, danke dafür. So, easy. Gut, oh, Eisen. Das wird jetzt hier so eine richtige Eisenfolge. Aber ist eh nur noch 3 Minuten oder so, Maximum. Dann passt das auch. So, aua, das hat jetzt aber gerade weh. Oh, dachte schon, die Fackel ist das auch gleich weg. Aber die Fackel hat es überlebt. So, da haben wir hier mal noch die Erde weg. Für den Fall, dass sich da noch ein bisschen was versteckt an Eisen. Wobei da ist auch noch direkt Sand. Also eher unwahrscheinlich, dass ich da noch an ein Eis rankomme. Doch, ein bisschen Eis habe ich hier noch. Ups. Ach, jetzt grabe ich mir andauernd die ganzen Fackeln ab. Was ist hier los mit mir? Hab gar keinen Respekt mehr vor Fackeln. Oh Gott. Oh, Eisen. Upsili. Also, ich lasse hier einfach alles fallen. Oh, komm. Ja, okay, Glück gehabt. So, okay, sollte es passen. Ach, da ist auch noch Eisen. Oh, oh, so viel Eisen. Komm ich hier runter? Ich sterbe. Geschafft. Okay, das Eisen, die klaue ich hier noch. Und dann gehe ich mal wieder nach Hause. Und beende dann damit nochmal die Aufnahme. Oh, Alter, so viel Sonne draußen. Was ist hier los? Sommer oder was? Wow, Dungeon. Oh. Jetzt ist K1 ist raus und Suchen ist raus. Na gut, der gehe ich auch noch raus. Da ist auch noch Eisen. Egal. Ist ja nicht das letzte Mal. Die Mine ist ja genau unter uns. Von daher können wir da jederzeit wieder hin. Machen wir aber nächste Folge. In dem Sinne, schau mit V.